Ich weiß, ich habe gestern schon ein Video hochgeladen mit dem Titel Sneaker Paradies. Aber glaubt mir, dieser Laden ist nochmal dreimal so gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir Teen to Hand. Das ist ein weiterer Secondhand Sneaker Laden. Hier in Phuket in Thailand. Und ich sehe schon richtig schöne Paare. Und wir gehen jetzt hier rein. Ich bin super gespannt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier eine riesengroße Auswahl. Hier sitzt zum Beispiel eine ganze Mauer voll mit Converse und Vans. Und hier hinten haben wir dann auch Yeezys, Jordans und auch Schuhe von Adidas. Die ganzen Schuhe, die hier stehen, sind gebraucht. Heißt, hier sind Flecken und die sind einfach ein bisschen dreckig. Preislich liegen die alle zwischen 15 und 20 Euro. Wie ihr sehen könnt, 590 Baht oder auch hier zum Beispiel 590, das ist so der Standardpreis hier. Das sind circa 18 Euro. Hier sind auf jeden Fall richtig viele schöne Modelle dabei. Auch Dunks oder hier von Pharrell Williams, die. Und natürlich sind hier wieder nicht alle original, ganz klar. Aber der ein oder andere ist hier auf jeden Fall echt. Und es liegt halt wieder an dir, wenn du hier bist, herauszufinden, ist der echt oder eben nicht. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Preislich ist es halt einfach unschlagbar. Und selbst für gefälschte Schuhe ist das eigentlich ganz in Ordnung. Weil wenn man solche bei AliExpress oder wie die Seiten auch alle heißen, einkauft, kosten die auch 60, 70 Euro. Mit den ganzen Versandkosten und dem Stress mit dem Zoll. Hier gibt es eigentlich eine ziemlich gute Alternative. Die sind ein bisschen getragen, manche mehr, manche weniger und kosten unter 20 Euro. Und einige von denen sind eben sogar original. Dass solche nicht original sind, müsste, denke ich, jedem bewusst sein. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall möglich, hier schöne Schuhe zu kaufen. Und wir können auch einfach mal ein bisschen auf die Qualität eingehen, weil es eigentlich auch ganz interessant zu sehen ist. Wir haben jetzt hier auch echtes Leder. Und ich weiß nicht, findet ihr, die sehen fake aus? Wenn ihr die jetzt auf der Straße sehen würdet, jemand hat die an, würdet ihr da denken, dass die gefälscht sind? Ich weiß es nicht, ob die gefälscht sind. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu sagen. Ich kann euch hier diese Innenschilder auch zeigen. Das Ding ist, diese Schuhe werden halt hier produziert, hier in Vietnam. Thailand liegt genau neben Vietnam. Heißt, das Zeug wird hier produziert und dementsprechend sind da einfach auch keine großen Unterschiede zu erkennen von den Originalen. Und von den Gefakten. Es wird immer schwieriger, wirklich da noch Unterschiede zu erkennen. Vor allem, wenn sie da nochmal getragen sind. Wenn sie in der Box sind und verpackt, ist es, glaube ich, einfacher, den Unterschied zu erkennen. Wenn man eben das originale Paar neben dem Fake hat, ist, denke ich, einfacher, als hier schon getragene Schuhe vor sich zu haben und dann zu entscheiden, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt. Aber es ist halt echt krass, auch solche Schuhe zu sehen. Die waren damals so ein krasser Grail vor 5 Jahren. Das ist nämlich die Adidas NMD Collaboration mit Bape. Und hier ist der einfach. Und er sieht gut aus. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied zu NMDs, die ich damals hatte. Und irgendwie lässt sich dann auch komplett an der Debatte allgemein zweifeln, ob Fakes wirklich so viel schlechter sind als die originalen Schuhe. Ich sehe vor mir hier gerade richtig hochwertige Teile. Und wenn die jetzt bei uns in Deutschland im Laden
stehen würden, würde ich da gar nichts hinterfragen. Viele, die dieses Video schauen, werden wahrscheinlich auch selber solche Sneaker haben. Und da könnt ihr einfach mal mit euren vergleichen. Hier haben wir jetzt wieder einen Dunk. So sieht der aus. Kostet 490 Baht. Das sind ca. 15 Euro. Vergleicht ihn doch einfach mal mit eurem. Das Inchel ist leider schon verblichen, weil er halt getragen ist. Aber ansonsten einfach nur von außen. Was sagt ihr? Oder der hier. Ist auch ziemlich schön. Mit dem Blau gefällt mir richtig gut. Das Innenschild ist sogar noch drin. Laut dem Innenschild ist er aus dem Jahr 2020. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt ein Modell, was man nachmacht, oder? Made in Vietnam. Nike SB. Wirklich schöne Schuhe. Also das hier ist auf jeden Fall mein absoluter Geheimtipp. Und die Adresse findet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Übrigens, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch mal den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Täglich kommen mir Videos über Sneaker, Vintage-Klamotten, Secondhand allgemein und auch meine Reise durch Thailand. Diese Auswahl an Jordans und Dunks beeindruckt mich echt jedes Mal, wenn ich hier durch diese Reihen laufe. Wie gesagt, alle 15 bis 20 Euro. Mädelsschuhe gibt es natürlich auch in kleineren Größen dann. Also hier findest du auf jeden Fall alles, was du jemals brauchst. Ich finde Jordan 4 ja auch so ein geiles Modell. Und denk dran, wir befinden uns in Thailand. Also hohe Schuhe trägt hier eigentlich niemand. Das muss man auch immer so ein bisschen beachten. Jeder trägt hier eigentlich nur Flipflops, höchstens mal Dunks. Aber so hohe Schuhe sind hier echt nicht beliebt. Also Jordan 1er oder so trägt man hier gar nicht. Die wollte ich vor 2 Jahren auch unbedingt haben. Die Presto, die Nike Air Presto mit Off-White. Finde ich immer noch einen ziemlich abgefahrenen Schuh. Und hier wäre er jetzt für 490 Baht in der Größe 37,5. Hier haben wir dann auch Oswegos von Raf Simons und Adidas. Und auch hier, bestimmt hat die irgendjemand von euch. Vergleicht die mal mit euren. Und sagt mir, ob diese echt sind. Ich kann es eigentlich fast nicht glauben. Super interessant, wirklich, was es für verschiedene Sneaker gibt. Auch ganz viele neue habe ich heute gesehen, bei denen ich gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Und das ist natürlich auch immer ganz interessant in solchen Läden, weil man da eben die Vielfalt hat an verschiedenen Schuhen. Die sind auch cool mit den neonfarbenen Nike Air Max. Dann haben wir hier Jordan 5er.
Die habe ich sogar selber in Metallic, also nicht in Rot. Und meine sehen wirklich 1:1 genauso aus. Also, es ist schon echt abgefahren. Nur habe ich 190 Euro damals bezahlt und nicht nur 17 Euro. Ich habe die hier gerade mal nachgeschaut und die werden für 5.000 Euro verkauft. Das sind nämlich Samples. Ich kann euch gleich mal ein Bild einblenden von diesem Innenschild da. Hier kostet 490, aber das ist auch abgefahren. Das sind solche Samples von Oregon. Also für alle Sneaker-Begeisterten, das hier ist der Laden. Wenn ihr irgendwann mal in Thailand in Phuket seid, kommt hier vorbei und schaut es euch einfach mal selber an. Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.